Berechne den Scheitelpunkt der Parabel p mit ihrer Gleichung y ist gleich x² minus 0,5x plus 5. Wir wollen diesen Scheitelpunkt jetzt mal mit Hilfe des Taschenrechners berechnen. Dazu schauen wir uns die Gleichung erstmal an. Da heißt es y ist gleich und der Rest. Also davor, wir haben schon die allgemeine Form gegeben, die wir für den Taschenrechner brauchen. Gehen wir auf die Taste y ist gleich und geben bei y1 jetzt die Gleichung ein. Also x² minus 0,5x. Das richtige Minus. 0,5x plus 5. Dann gehen wir auf Graphen, um mal anzuschauen, wie liegt die Parabel oder die Funktion überhaupt drin. Wir wissen ja über den Scheitelpunkt, er ist entweder das Maximum oder das Minimum eines einer Parabel, einer quadratischen Funktion. Und wichtig für den Taschenrechner ist jetzt, dass dieses Maximum oder in dem Fall jetzt hier das Minimum auch in diesem Fenster hier sichtbar ist. Ansonsten kann es nicht berechnen. Hier sehen wir, das liegt schön drin. Der tiefste Punkt ist sichtbar. Sollte das nicht der Fall sein, gehen wir auf Zoom und so lange auf Zoom Out, bis dann das Maximum oder Minimum sichtbar wäre. Okay, wenn wir jetzt soweit sind, brauchen wir die Funktion Calculate. Die ist gelb unterlegt, das heißt, gelbe Taste zuerst drücken, dann auf Calc. Und wie wir gerade gesehen haben, brauchen wir ein Minimum. Und hier gibt uns jetzt der Taschenrechner die entsprechenden Werte aus. Wir runden wieder auf zwei Stellen nach dem Komma. Hier ist es jetzt kein Problem. Aber hier wäre jetzt y gleich 4,94. So, müssen wir das nur noch aufschreiben. Also wir benutzen die Taste Calculate, die Funktion Minimum und erhalten dadurch ein Punktkoordinaten, nämlich für x 0,25 und für y erhalten wir 4,94. So, und das sind jetzt nichts anderes als die Koordinaten unseres Scheitelpunktes. Das heißt, setzen wir noch einmal ein in den Scheitelpunkt. Dann hat er die Koordinaten 0,25, 4,94. Und wir sind fertig.